hallelujah, since I laid my burden down. With glory, hallelujah, since I laid my every burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut, hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, das es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Filmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, der Nummer 66, der modernen Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Nun, ich denke, wir haben in total jetzt weit über 70 Folgen gehabt, auch wenn wir hier in der 66 sind, weil die 63. glaube ich 10 Folgen oder sowas extra hat. Und die Stundismus-Serie, auf die wir auch zurückkommen werden. Und ich meine, dass diese Serie bis jetzt deutlich bewiesen hat, dass die Zeit der Kreuzzüge nicht vorbei ist. Nur, dass selbst die Kreuzzüge sich gewandelt haben. Man muss es mal so sehen. Zu Anfang waren in der römischen Geschichte die Kreuzzüge, nach den Kreuzzügen kam die Inquisition und nach der Inquisition kamen die Kreuzzüge in dem Gewand, wie sie heute sind. Und das erkennt eben niemand nicht mehr. Weil die Leute haben auch nicht erkannt, dass die Kreuzzüge sich gewandelt haben in die Inquisition, weil auf einmal wurden die Kreuzzüge im eigenen Land geführt. Das war der Unterschied. Ne? Man hatte die Kreuzzüge aus Frankreich heraus nach Jerusalem gemacht und unterwegs haben die Tempelritter überall Juden und Protestanten ermordet, ne? Vor allen Dingen Juden. Und eben auch Hugenotten und solche, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten. Wahre, bibelgläubige Christen, Menschen, die den Sabbat gehalten haben. Menschen, die nicht der Lehre von Rom wegen auf die Knie gefallen sind. Und als dann die Kreuzzüge vorbei waren, so Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts, fing im 13. Jahrhundert die Inquisition an, die dann in den Ländern dasselbe gemacht hat. Und die Inquisition hat dann nach dem Verständnis von vielen Menschen im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert aufgehört, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin. Viele meinten ja, dass mit Napoleon die letzte Inquisition damals, vor allen Dingen als er in Spanien eingefallen war, da ist der Henry Grattan Guinness, ein ganz interessanter Geschichtsschreiber drüber, über diesen Fall, dass da die Inquisition aufgehört hat. Aber die Menschen haben gar nicht erkannt, dass die Inquisition einfach ihren Namen geändert hat. Ich meine, das tut sie sowieso. Heute nennt sich das ja die Kongregation der Vertrauenslehre, der Glaubenslehre oder sowas in der Richtung. Ich kriege diesen blöden römisch-katholischen Namen nie richtig aufeinander, aber das könnt ihr ja gerne nachschauen, ist auch nicht besonders wichtig. Aber mit einer Namensänderung geht dann oftmals eben auch eine Wandlung einher der Maßnahmen, die man ergreift. Und heutzutage sind das Kriege und teilweise sind das sogar verdeckte Kriege. Man spricht ja auch von Schattenkriegen, man spricht von Stellvertreterkriegen Und viele Leute meinen, dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg ein Stellvertreterkrieg ist, wo also das ist eigentlich ein Begriff, den man kennt aus der Zeit des sogenannten Kalten Krieges, ja, aus der Zeit nach dem sogenannten Ende des Zweiten Weltkrieges, Sowjetunion, Russland, und die Stellvertreterkriege waren dann zum Beispiel Korea, Vietnam und später dann, als diese gefallen war, selbst dann solche Kriege wie Afghanistan, natürlich, das war einer der bekanntesten, oder eben auch dann so eine anderen Kriege, die da überall in der Gegend geführt wurden, nach dem Motto, die Großmächte knallen nicht gegeneinander, sondern sie lassen andere für sich gegeneinander knallen. Ist der Ukraine-Krieg ein Stellvertreterkrieg oder ist der Ukraine-Krieg ein Krieg, der auf noch viel andere Dinge hinweist und zu anderen Dingen führt? Das ist die ganz große Frage. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit in 2023. Viele Leute sprechen von der Agenda 2030 und haben überhaupt keine Ahnung, was die beinhaltet. Ich kann immer nur sagen, schaut euch die alten päpstlichen Enzykliken Caritas in Veritate an, dann müsst ihr über Laudato Si schon mal gar nicht mehr groß diskutieren. Die Aufmerksamkeit in dieser Welt geht ständig vom Krieg auf der einen Seite zum Krieg gegen das Klima auf der anderen Seite, oder es eigentlich ein Krieg gegen die Menschen ist, die ja so gesagt das Klima verändern. Und dahinter versteckt sich überall genau das, was ich in der Einleitung gesagt habe, die Inquisition. Und das sind ganz moderne Kriege, die dort geführt werden, teilweise ohne, dass die Menschen begreifen, dass da Kriege gegen sie eigentlich geführt werden. Begreift ihr eigentlich, was für ein Krieg gegen euch geführt wird? Begreift ihr, was für ein Krieg gegen euer Gewissen, gegen eure Moral, gegen euer gegen eure Freiheiten gekämpft wird hier und vor allen Dingen eben auch gegen euren Glauben gekämpft wird? Diese Welt versucht alles zu vereinnahmen, inklusive euren Glauben, und versucht sich ihren Glauben euch aufzudrücken. Und bei den meisten Menschen hat leider zu sagen die Welt auch noch Erfolg. Bei denjenigen, die die Bibel regelmäßig lesen, die Jesus Christus angenommen und begriffen haben, worum es geht, weniger der Fall. Und von denen habe ich heute zwei hier in meiner Runde, Gerald und Marius, die wir uns alle drei die Mühe machen, regelmäßig zusammenzukommen. Vor allen Dingen Gerald macht eine unglaubliche Untersuchungsarbeit, um genügend Dinge bereitzustellen, um nachzulesen und auch Dinge zu beweisen, dass eben alles nicht irgendeine Verschwörungstheorie ist, sondern dass wir beweisen von, schaut, wir haben die Bibel auf der einen, wir haben die Dinge, die hier in der Welt passieren, auf der anderen Seite, wir stellen die eine gegen die andere Seite, messen das eine an dem anderen, und das, was standhält als gut, das darf gerne gut bleiben, stehen bleiben, das, was aber durch das Sieb fällt, das sieben wir hier aus und das teilen wir euch mit. Und das ist die Aufgabe von Stunde der Wahrheit. Das ist die Aufgabe dieser Serie Moderne Kriege, für die wir uns alle drei aufgeschrieben haben, da täglich im Grunde Zeit dran zu spendieren, um euch zu helfen. Und nicht nur euch, die ihr hier zuschaut, sondern auch euch, die dann diese Informationen weiterverteilen, die die Videos irgendwo anders hochladen, die den Inhalt darüber verbreiten, die darüber sprechen, auf der Straße, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, und dafür sorgen, dass die ganze Welt irgendwann einmal begreift, dass wir in einer großen Lügenblase leben und dass es im Grunde nichts weiter braucht als eine ganz kleine Nadel, um diese Blase zum Platzen zu bringen. Ja, und einen kleinen Beitrag dazu leisten meine beiden Brüder, Gerald und Marius, denen ich jetzt gerne das Mikrofon nach so einer langen Einladung überlasse. Ja, vielen Dank, Jörg. Hallo, Marius. Hallo an alle Zuhörer. Ja, hallo. Also die Welt würde uns dann hier, also die Sprachrohre dieser Welt würde diesen Kanal als ein Verschwörungskanal voll mit Schwurbler und dergleichen Kampfbegriffen nennen, aber wir sollten uns nicht an der Welt messen, sondern haben anderen Maßstab. Ja, mehr habe ich jetzt als Einleitung nicht zu sagen. Ich freue mich auf das, was du alles vorbereitet hast, Gerald. Ja, genau. Das Stichwort war die Blase, die sprichwörtlich geplatzt ist, zumindest bei mir. Nicht erst gestern, sondern schon vor einer ganzen Weile, als ich angefangen habe, Jörg, deinen Kanal regelmäßig zu verfolgen und dann in mir ein Drang nach Wahrheitssuche entfacht wurde, wie ich den selber nicht für möglich gehalten habe, wenn ich das jetzt im Rückschauen so betrachte. Und ja, man staunt tatsächlich wirklich immer wieder, wohin das einen führt. Und ja, diese Blase, die platzt, die ist über mir wirklich nicht nur geplatzt, sondern explodiert. Und es ist eine Fülle an Information, die sich wirklich über meinem Kopf, sprich wirklich ausgießt, dass man das wirklich fast nicht mehr nachvollziehen kann. Und der Punkt ist einfach jetzt hier einen Weg zu finden, das euch aufzubereiten und zumindest auch für so eine Lesung aufzubereiten, ist relativ schwierig, weil umso weiter wir hier in diese Materie gehen, umso weiter ich hier reingehe, umso mehr Material ich für euch auch sichte und auch zugänglich mache. Alleine für die Lesung sind jetzt schon wieder 3 Bücher dazugekommen. Umso mehr wird das eine Riesenarbeit, die unglaublich spannend ist, unglaublich ergiebig und auch, was das Produkt angeht, unglaublich eine tolle Arbeit ist, wenn man dann merkt, es kommt dabei was rum und vor allem die Dinge wiederholen sich immer wieder letztendlich, ne? Aber es ist eben ja eine Flut von Informationen. Und dass sich diese Dinge wiederholen, ist tatsächlich für uns sozusagen ein großer Vorteil. Und in dem Sinne würde ich auch gar nicht jetzt so lange rumschweifen und rumreden, sondern wir gehen jetzt mal frisch und fröhlich mal in die Lesung 66 in dem normalen Skript. Also den Stundismus haben wir nicht vergessen. Der liegt wohl vorbereitet auf meinem Schreibtisch beziehungsweise meinen Dateien. Und jetzt haben wir aber eine kleine Abschweifung gemacht über den Maximilian Krah. Ihr erinnert euch, sind wir dann zu diesen Angriffshofen gegangen, dann in diese Dynastie von diesem Mayr-Melnhof Baronin und haben dort dann diesen Dreh bekommen in oder zu einem großen Netzwerk, was den Namen Pro Oriente trägt und schon seit mindestens 50 Jahren hochaktiv ist in dem religiösen, aber natürlich auch in dem politischen Raum, weil Politik und Religion ist nicht zu trennen. Ja? Politik ist Religion und umgedreht. Und der Jörg hatte in der letzten Lesung, ihr erinnert euch vielleicht noch, von diesen vielen, ich glaube 25 Millionen Schubladen waren es gewesen, ja, die sozusagen hier überall betätigt werden und überall kommt nur so viel Wissen rein, wie eben derjenige, der eben für dieses Wissen braucht, um eben seine Arbeit zu verrichten, um seine Arbeit auch gut zu machen, ne? Aber keiner weiß so richtig, wer befüllt diese Schubladen, wer kontrolliert diese Schubladen, ne? Wir wissen es natürlich, wir wissen, dass der Jesuitenorden dahinter steckt und der Geist, der diesen Jesuitenorden natürlich kontrolliert, der Geist, der niemals schläft, der keine Pause braucht, der rund um die Uhr arbeitet und der Gegenspieler von dem Heiligen Geist ist, der diese Welt halt kontrolliert. So, und da hatte ich euch gesagt, ich habe ein PDF oder ein Buch gefunden, wo genau auf diese Schubladen bzw. auf diese Dinge hingewiesen wird. Und zwar ist das der berühmte Karl Julius Weber, Jörg. Und jetzt wäre das schon mal die Möglichkeit mal in dem Skript. Karl Julius Weber, das Papsttum und die Päpste, genau, das mal aufzumachen, mal ein bisschen groß zu machen und dann, ihr seht, das ist also hier nur ein kleiner Teil von einem unglaublich tollen Buch. Allerdings muss ich sagen, hat dieser Herr Weber so einen Wortwitz, den man heutzutage fast nicht mehr versteht. Nicht, weil man irgendwie geistig jetzt vielleicht nicht mehr in der Lage ist, das zu verstehen, sondern weil er natürlich aus seiner Zeit schreibt. Und es ist natürlich insofern dann eben schade, dass eben bestimmte Zusammenhänge, die er hierher bringt und er erläutert hier gar nicht so richtig für uns dann erhellend sind. Ja. Aber ich habe auf der Seite, und jetzt kommen wir zum Punkt, auf der Seite 72 im Buch, Jörg, der Seite 72 im Buch habe ich einen Punkt gefunden und der passt eben genau auf das, was du letzte Lesung gesagt hast, mit diesen 22 Millionen oder 22.000 Schubladen. Jörg, du kannst gerne 25 Millionen waren es, glaube ich. Ja, ich weiß doch. Sicher gab es unter 22.000 Jesuiten wackere Männer, gute Gelehrte und Erzieher, aber sie standen unter strengstem Gehorsam gegen die Oberen und nur die Nostri, das heißt die Unseren, etwa 400 und auch diese nicht alle, waren eingeweiht in die Höllenpläne des Geheimnisses des Ordens. Von diesen 400 kann man ausgehen, das sind diejenigen, die den 4. Eid abgelegt haben. Weil ihr wisst ja, wir erwähnen diesen vierten Eid der Jesuiten öfter, der ist aber nur für Befehlshaber innerhalb des Jesuitenordens. Es ist nicht jeder Jesuit, der diesen Eid ablegt. Und deswegen spricht er hier von ungefähr 400, und diese auch nicht alle waren eingeweiht in die Höllenpläne und Geheimnisse des Ordens. Was Einzelne oder die Externi, also Auswärtige, nicht Eingeweihte, für Wissenschaft und die Erziehung taten, wie beschämt und verloren steht es da vor dem ungeheuren Defizit, das ihr Geistesdruck in Staat und Kirche hervorbracht. Wie viel Gutes haben sie nicht verhindert, und wie weit wären wir nicht ohne ihren Obskurantismus, den man ebenso gut Jesuitismus nennen dürfte. Obskur heißt ja eben eine feststehende Welt, keine feststehende Weltanschauung. Ja? Obskurantismus und die Bezeichnung für dessen Anhänger wurden als kritische Bezeichnung etabliert. Das ist ja obskur, das ist ja Theorie, da beschäftige ich mich gar nicht mit. So, das ist eben, ja, so wird halt ein Wort in einer Gesellschaft geprägt, dass es eigentlich eine ganz andere Bedeutung bekommt, als die, die es ursprünglich hat. Das kann man, glaube ich, so sagen, ne, Gerald? Ja, so ist es, genau. Ne? Ich habe hier nochmal diese ganzen Wörter versucht, mal mit zu übersetzen und dann in der Kommentarfunktion. Ne? Ja, genau. Deswegen habe ich das ja gerade mit vorgelesen. Ja. Genau, richtig, richtig, danke dir. Kriege und Volksunruhen, Gift und Dolch waren in ihrer Hand geheiligte Mittel, um ihr Utiposseditis, und ursprünglich besagt das Utiposseditis-Prinzip, dass die Parteien einer kriegerischen Auseinandersetzung das Territorium und andere Besitzungen behalten dürfen. Also gleich wie viel ihr zum Zweck kommt, durchzuführen. Der Zweck heiligt die Mittel, das kennen wir aus dem Jesuiten-Eid. Und Wissenschaften trieben sie nur, um sich geachteter zu machen. Ihnen war nicht zum Denken oder Aufhellung des Verstandes zu tun, daher beschäftigten sie auch nur Gedächtnis und Fantasie. Sie fragten einst den ehrlichen Jean-Jacques, wie er es mache, mit so viel Geist, Feuer und Beredsamkeit zu schreiben. Mes pères, meine Väter, heißt das. Ja, voilà. Ich bin verärgert, dass mein Geheimnis von ihrer Gesellschaft genutzt wird. Es ist, dass ich nie etwas anderes sagte, als das, was ich gerade denke. Das sagt er hier. Mes pères, je suis fâché que mon secret ne soit à l'usage de votre société, ce ne désire jamais que ce que je sens en pensée. Also französisch und dann hier übersetzt von dem Gerald. Wie gesagt, meine Väter, ich bin verärgert, dass mein Geheimnis von ihrer Gesellschaft genutzt wird. Es ist, dass ich nie etwas anderes sage, als das, was ich gerade denke. Gering war die Zahl der Eingeweihten, aber alle, auch Nicht-Eingeweihte, ne, also die Externi, beseelte ein Brudergeist, wie er Nationen zu wünschen wäre. Selbst misshandelt und ausgestoßen blieben sie ihrem Orden treu, wozu freilich Furcht vor dem mächtigen, überall verbreiteten Orden das meiste beigetragen haben mag. Sie sprachen von ihrem Orden wie einst der Preuße vom Fritze, und es wäre zu wünschen, dass alle Monarchen so genau von allen unterrichtet wären, als es der Monarch dieser Schwarzen war. Bezieht sich auf die schwarzen Kutten, nicht auf irgendwelche Hautfarbe. Ja? Sie erschienen als Engel des Lichts und Freunde der Aufklärung, weil sie Wissenschaften pflegten und feinere Sitten hatten als die Bettelmönche, waren aber gewiss deren schlimmsten Feinde durch die Art ihres Unterrichts. Physik und Mathematik konnten ihrem Plane nicht schaden, desto mehr aber die gesunde Philosophie, unkastrierte Geschichte und unkastrierte Klassiker. Daher man diese auch heute noch nicht findet, da wo diese Unholde lange gehaust haben. Über diesen Satz, meine lieben Brüder und Schwestern, müsst ihr einmal ganz deutlich nachdenken. Ich wiederhole es gerne nochmal. Inzwischen mache ich den Text hier ein kleines bisschen größer, also ist es noch leichter zu lesen. Physik und Mathematik konnten ihrem Plane nicht schaden, desto mehr aber gesunde Philosophie. Ich verändere diesen Satz mal und lese dafür aber desto mehr gesunder Menschenverstand unkastrierte, sprich unverfälschte Geschichte und unkastrierte oder unverfälschte Klassiker. Daher man diese unverfälschte Geschichte und Klassiker auch heute noch nicht findet, da wo diese schwarzen Unholde lange gehaust haben. Ich hoffe, das trägt ein wenig besser zum Verständnis bei, das so gelesen zu haben. Vielen Dank, und das ist ja geschrieben worden, ich glaube 1839, glaube ich, oder 34. Sehr schön geschrieben, ja. Mhm. Sehr schön geschrieben. Ja. Und wo sollten helle Begriffe über das Wesen der Religion herkommen, da die sauberen Väter zwar viel von Religion zu sprechen wussten, um ihrer zeitlichen Vorteile willen, aber im Grunde gar keine Religion hatten, wenigstens keine Religiosität. Ein Franzose nennt ihre Weise par de chicaner avec le bon Dieu, ja, also teilweise die Kunst des Schikanierens mit dem lieben Gott. Ja. Jeder, der Geist und Herz hat, verabscheut ihr System der Verfinsterung, ihre anschmiegsame Schandmoral und Kasuistik, Probabilismus, da hatten wir ja früher schon gesprochen, ne? Kasuistik ist halt Haarspalterei, eben Teil der Sittenlehre natürlich, deswegen haben solche Leute wie Liguori und Suarez und Busenbaum natürlich Bücher voll mit Kasuistik geschrieben, und auch heute ist die Welt voll von Kasuistik, vor allen Dingen, wenn man sich mal Interviews von Politikern und sowas anhört. Das ist eben, diese Kasuistik ist ein Teil der Sittenlehre, der für mögliche Fälle des praktischen Lebens anhand eines Systems von Geboten das rechte Verhalten bestimmt. Ja, also es ist nicht das Recht, was im Auge Gottes Recht ist, sondern es ist das Recht, was aufgrund der menschlichen Philosophie, der Studie des menschlichen Herzens Recht erscheint. Und die Bibel sagt dazu, das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an. Wer kann es wissen? Also wer sich damit beschäftigt, das zu studieren, weiß, womit derjenige sich beschäftigt. Und Probabilismus, probabilistisch ist eine Aussage, die nicht streng kasual ist. Es handelt sich um eine Prognose, die eine Reihe von Wahrscheinlichkeiten, ups, ich kann das hier nicht öffnen, warte mal, da muss ich hier auf die Kommentare gehen, weil ich kann den ganzen Text nicht lesen. Probabilistisch ist eine Aussage, die nicht streng kausal ist. Es handelt sich um eine Prognose, die eine Reihe von Wahrscheinlichkeiten enthält, die mit allen möglichen zukünftigen Ergebnissen verbunden sind, anstatt ein bestimmtes Ergebnis als die Prognose zu kennzeichnen. Ich bin nicht ganz mit dieser Erklärung des Probabilismus einverstanden. Der Probabilismus ist etwas, was sich auch durch den Eid der Jesuiten zieht. Probabilismus heißt im Grunde, um das mal in ganz einfachen Worten zu erklären, etwas abweichend von der Erklärung hier, Probabilismus heißt, wenn ich eine Möglichkeit habe, um ein Ziel zu erreichen, die wahrscheinlich nicht die gerechteste ist oder beste ist oder moralisch richtige ist, aber sie hilft mir, mein Ziel zu erreichen, dann ist es probabel, dass ich diese gebrauche. Wir verstehen probabel oftmals aus dem Englischen probably von Möglichkeit, also wäre es die Möglichkeit, das. Da hat es aber wirklich nicht mit zu tun. Es hat damit zu tun, dass, weil eben der Zweck die Mittel heiligt, wie wir ja auch schon gerade eben gelesen haben, der Probabilismus das rechtfertigt, auch das Mittel zu gebrauchen, das zum Ziel führt, auch wenn dieses wahrscheinlich eben nicht korrekt ist, selbst nicht im Auge der Kirche korrekt ist. Aber wenn es zum Ziel führt, dann ist es gut. Das ist Probabilismus eigentlich kurz zusammengefasst. Ja, die Erklärung war aus dem Wikipedia. Ne? Ja gut, ich gebe die Erklärung, die ich aus Herrscher des Bösen und anderen Buchlesungen habe, die mir logischer erscheint für diesen Probabilismus. Das ist eine reine jesuitische Lehre, das muss man da mal zufügen, ja. Natürlich. Ne? Ja, Ausspalterei und ja, und in Wikipedia findest du nicht viele wahre Erklärungen für wirklich jesuitische Lehren, wie zum Beispiel Probabilismus. Da musst du schon fast die Moraltheologen der Jesuiten selbst konsultieren, um zu verstehen, was Probabilismus ist. Deswegen habe ich es gerade so erklärt und wollte damit nur ein bisschen helfen. Ja, ja. Also Kasuistik und Probabilismus ist im Grunde nur etwas, um Recht erscheinen zu lassen, was nicht rechtens ist, um es in ganz kurzen Worten auszudrücken. Philosophische Sünde, Richtung des Vorsatzes und Vorbehalt in Gedanken, also geistige Vorbehalte. Alles im vollendetsten Widerspruch mit Moral. Selbst Selbsthochverrat, Aufruhr, Königsmord und jede Art und Zucht zu bescheinigen wussten. Mit ihrer Schandmoral schläferten sie... Bitte? Was wolltest du sagen? Beschönigen. Beschönigen heißt es, glaube ich, oder? Beschönigen, ja. Beschönigen. Okay, ja. Beschönigen. Und jede Art Unzucht zu beschönigen wussten, ja. Mit ihrer Schandmoral schläferten sie das erwachte Gewissen der Missetäter am Staate und an der Menschheit als Beichtväter ein und absolvierten kurzweg. Wenn man das System der Absolvierung verstehen will, dann muss man mal ganz deutlich in den Beichtstuhl gehen, in der römisch-katholischen Kirche, und da muss man verstehen, dass, und ich halte das jetzt da wirklich ganz, ganz kurz mit der Erklärung, im christlichen Raume, in der Bibel, heißt es, dass wenn man gesündet hat, dass man davon bereuen soll. Und bereuen hält auch ein, dass man das eben nicht mehr macht oder nicht mehr machen will, dass man sein Leben in der Hinsicht ändert, dass man dahin nicht zurückgeht. In der römisch-katholischen Kirche, wenn die Leute in den Beichtstuhl gehen und ihre Sünden beichten, dann werden sie vom Priester von diesen Sünden absolviert. Das heißt, diese Sünden werden ihnen erlassen. Dazu müssen sie irgendwelche Werke tun. Ist das jetzt den Rosenkranz 35 Millionen Mal beten oder was weiß ich, wie oft die Maria-Gebete aufsagen oder auf den Knien um die Kirche gehen und ihren Rücken auspeitschen, Flagellation, wie man das kennt, das spielt keine Rolle. Der Priester hat da die Macht über die Leute, um denen zu sagen, welche Buße sie machen müssen. So, während also in der Bibel Bereuen an der ersten Stelle steht oder überhaupt Bereuen in der Bibel an der Stelle steht, schreibt die römisch-katholische Kirche Buße vor, Werke. Und das ist, ich möchte mal kurz eine kleine Ausschweifung machen, Entschuldigung, ich kann nicht anders. Tom Fress hat das letztens so wunderbar erklärt und jetzt kommt wieder auf dasselbe Thema und ich finde, es ist ganz wichtig. Wenn man sich zum Beispiel mal solchen Film anguckt wie Der Pate. Ich glaube, es gibt keinen hier, der diese Videos schaut, der von dem Film Der Pate noch nicht gehört hat oder ihn eventuell nicht mal selbst nicht gesehen hat. Und ähnliche Mafiosi-Filme. Ja? Es gibt ja viele von diesen Mafiosi-Filmen. Es gibt ja, jetzt letztens sogar haben sie ja so eine ganze neue Serie rausgebracht über so eine Mafioso-Familie. Dann wundert man sich ja immer, die gehen dann da zur Kirche, die gehen in den Beichtstuhl und beichten und danach machen sie weiter wie vorher. Und was ist dann überhaupt der Sinn der Beichte? Der Sinn der Beichte ist, dass der Priester ihnen irgendwelche Strafen auferlegt und dass sie danach eben weitermachen wie vorher. Weil Reue ist in der römisch-katholischen Kirche gar nicht vorgesehen. Du musst nicht bereuen, du musst nur büßen dafür, was du getan hast. Und dann kannst du gleich wieder weitergehen. Das heißt, um es jetzt mal mit ganz knallharten Worten zu sagen, ein Zuhälter, der eine seiner Frauen, sage ich jetzt mal, misshandelt und dann zum Priester geht, das beichtet, dann geht er raus und misshandelt die Nächste. Das kann er machen, weil er eben nicht bereuen muss, er muss nur Buße bezahlen oder er muss nur büßen. Der Priester lässt ihn halt dafür büßen. Für solche Sachen wahrscheinlich 2 Ave Maria und mehr ist genug, weil Priester und Verbrecher stecken da unter einer Decke. Dieses Prinzip, das muss man verstanden haben. Das Prinzip der Buße in der römisch-katholischen Kirche ist ein ganz anderes als das Prinzip, wenn ich meine Sünden meinem Vater im Himmel beichte und bereue und bei ihm auch um eine Charakteränderung frage. Das ist das, was wir Christen auch neugeboren nennen. Wenn man neu geboren wird, dass man eben nicht mehr diese Lüste und Verlangen hat, die man vorher hatte, sondern dass man sich eben im Charakter verändert. Gutes Beispiel dafür ist Jakob, wo er mit dem Engel ringt und sein Name geändert wird. Aber das geht zu weit, um da jetzt noch tiefer darauf einzugehen. Aber das finde ich, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier besprechen müssen, wenn hier schließlich steht, nochmal den Satz, mit ihrer Schandmoral schläferten sie das erwachte Gewissen der Missetäter am Staate und an der Menschheit als Beichtväter ein. Sie schläferten das erwachte Gewissen ein. Das heißt, die Leute haben auf einmal ein Gewissen. Da können wir überhaupt nicht mit leben, wenn die ein Gewissen haben. Also absolvieren wir sie davon kurzweg. Mit anderen Worten, wir nehmen ihnen die Last ab und sagen von, das ist gut, du hast jetzt bezahlt für deine Buße, für deine Sünde, mit der Buße, die du hier aufgelegt bekommen hast, und jetzt machst du mal weiter. Also absolviert ist sozusagen genauso zu verstehen. Ne? Absolvieren heißt halt dann, ja, ne? Du hast das sozusagen jetzt hier gebüßt und jetzt... Der Priester in dem Beichtstuhl absolviert den Büßer. Mhm. So einfach ist das. Mhm. Absolvieren heißt freisprechen von Verantwortung für. Ja? Der Mensch, Priester, spricht den anderen sündigen Menschen frei von seinen Sünden. Das ist absolvieren. Mhm. Und damit macht der Priester sich zu Gott. Weil nur Gott kann Sünden vergeben, nicht wahr? Noch eine weitere Unstimmigkeit. Wenn man, bevor man jetzt aus dem Beichtstuhl rausgeht, dann sagt er doch, hiermit spreche ich dich von deinen Sünden los. Ja. Das spricht er. Aber er hat doch gleichzeitig ihm eine Buße aufgelegt. Und die Buße ist dann nicht mehr wichtig, weil der hat ja schon die Absolution gegeben. Woher weiß er, ob er denn diese drei Ave Marias da überhaupt noch im Nachhinein abarbeitet? Er spricht ihm von seinen Sünden los, unter der Voraussetzung natürlich, dass derjenige die Buße tut, die ihm vorher auferlegt wurde. Das ist ja eine Bedingung dazu. Das Problem ist nur, dass hier eben der Priester das tut, was im Matthäus-Evangelium den Jüngern von Jesus aufgetragen wurde. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, was auch immer auf Erden ihr bindet, das ist auch gebunden im Himmel, und was immer ihr auf Erden löset, das ist auch im Himmel gelöst. Und darauf beruft sich die römisch-katholische Kirche bis heute, um eben zu sagen, von schaut, wir können eben Sünden vergeben oder wir können sie nicht vergeben. Wir können binden, das heißt nicht vergeben, oder wir können lösen, wir können die Sünden lösen. Ja? Und die römisch-katholische Kirche hat da eben eine ganz andere Sache von gemacht. Das ist eben etwas, was aus dem alten Heidentum kommt. Ich habe auch nur versucht, hier in 5 Minuten eine Geschichte zu erklären, über die 3 Millionen Bücher geschrieben wurden. Das kann man nicht in 5 Minuten erklären. Ich habe nur versucht, das in kurze, knackige Worte zu fassen, um den Unterschied klarzulegen zwischen bereuen, auf der einen Seite, das ist das, was bibelgläubige Christen tun, und Buße tun, auf der anderen Seite, das ist das, was Heiden und Katholiken tun. Heiden und Katholiken, ja, Katholiken sind Heiden, biblisch gesehen. Ne? Und dieser Unterschied ist halt wichtig, und das habe ich auch nur getan, wirklich nur aus dem einfachen Grunde, weil hier in diesem Text ja steht, absolvieren, und viele Leute verstehen gar nicht, was damit gemeint ist, deswegen wollte ich da nur ein klein wenig mehr drauf eingehen. Aber bitte jetzt nicht in zu viele Details, sonst müssen wir uns da in andere Werke einarbeiten, aber wer da mehr drüber wissen möchte, von daher bin ich eigentlich dankbar für die Bemerkung von Marius hier, wer mehr über dieses System wissen möchte, dem kann ich das Buch nur empfehlen, Roman Catholicism von Lorraine Boettner, das Tom Fress Ende 2011, Anfang 2012 gelesen hat, das gratis als PDF überall verfügbar ist im Internet. Mal eben gucken, ich habe das hier auch, ich will das mal eben öffnen, wo habe ich denn das hier? Na, wo ist denn das hier jetzt zwischen? Warte mal eben. Ich habe so viele Dinge geöffnet die letzten Tage. Hier. Roman Catholicism bei Lorraine Boettner. Ja. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Und da wird sehr viel auf diese Dinge, die wir jetzt gerade eben oder die ich gerade eben angesprochen habe, eingegangen. Also von daher, das kann man sich im Internet gratis besorgen. Da ist hier ein Link bei, wo man das herbekommen kann. Und den werde ich gerne in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen. Das Buch ist nur in Englisch verfügbar. Das muss ich auch, glaube ich, nur noch zweimal sagen. Dann guckt die Renate die Videos und sagt von, ja, wenn du das in Deutsch haben willst, dann frag mal. Die hat dann wahrscheinlich, nimmt sich das dann wahrscheinlich wieder vor, das Buch zu übersetzen. Die ist eine so wunderbare Schwester, die so wahnsinnig viel hilft. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber wie gesagt, in dem Buch wird das sehr, sehr gut beschrieben. Ich glaube, in Kapitel 8, glaube ich, später ist das. Okay? Aber jetzt wollen wir nochmal eben weitergehen im Text. Wir wollen ja nicht zu weit abweichen. So war Louis XIV., ja, der sogenannte Sonnengott, also jemand, der sich hier dem Papst gleichgestellt hat, weil nur der Papst ist der Gott der Sonne, deswegen hat er auch ein ganz großes Problem gehabt mit dem japanischen Kaiser im Zweiten Weltkrieg, das ist wieder ein anderes Thema. Und Louis XIV., der habe ich ja auch bereits schon ein paar Mal erwähnt, der hatte einen jesuitischen Beichtvater, der hieß Della Chiesa. Und so war Louis XIV. Einst traurig über die schweren Auflagen seines Volkes, und der Jesuit Tellier überbrachte ihm ein Gutachten von der Sorbonne, das ist also die jesuitisch geleitete Hauptuniversität in der theologischen Frage in Paris, Zitat, dass alle seine Untertanen ja sein Eigentum seien. Ja, dann kann er natürlich auch damit verfahren, wie er will. Die Dragonaden, das sind also Strafmaßnahmen, so bezeichnet man Strafmaßnahmen des Königs, gegen die protestantischen Camisarden in den Cevennen und andere Hugenotten in Südwest- und Südfrankreich. Das Ziel war, jetzt öffnet er das hier wieder nicht, muss man hier die Kommentare aufmachen, Entschuldigung. Das Ziel war, ihre Konversion zum katholischen Glauben zu erzwingen. Und wenn ich sie nicht konvertieren kann, dann töte ich sie. Ja? Also der Fall, den wir hier besprechen, ist wieder einmal Louis XIV. Er hatte im Jahre 1685, meine ich, das Edikt von Nantes widerrufen, dass der französische König Heinrich IV. Knapp 100 Jahre davor, 1500 in den Anfang der 90er Jahre, ausgerufen hatte, womit er den Hugenotten, also bibelgläubigen Christen im Südwesten Frankreich, die dann auch rübergingen in den Nordosten Italiens im Grunde, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit zugesagt hat. Und das war, nachdem das Bartholomäus-Massaker passiert war 1572, 2 oder 3 Könige später, der Heinrich IV., der sich da nicht bei der Unterdrückung der Hugenotten hingelegt hat mit den Jesuiten, sondern dagegen angegangen ist. Und dann der König Louis XIV., der sogenannte Sonnenkönig, der hat dann seinem Beichtvater de la Chaise, wovon übrigens hier der Tellier war, glaube ich, der Vorgänger oder Nachfolger von dem de la Chaise, das weiß ich jetzt nicht genau. Der hat seinem Beichtvater eine so schwere Sünde gebeichtet, die der Beichtvater ihm nicht vergeben konnte. Was für eine Sünde ist jetzt so schwer, dass der Beichtvater sie nicht vergeben kann? Vergeben können tut er bei Weise von Sprechen alles. Nur er kann natürlich ein wenig Theater spielen und sagen von Jung, das ist so eine schwere Sünde, das kann ich dir nicht vergeben. Und da musst du ganz, ganz lange drüber nachdenken. Und da musst du ganz, ganz, ganz viel Buße tun. Und vielleicht komme ich dann irgendwann mal mit einer Lösung. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Die hat sich der de la Chaise Zeit gelassen und hat den König schmoren lassen mit seiner, ja, ich bin jetzt ja, ich habe eine tödliche Sünde begangen. Da kommen wir wieder an das nächste Problem. Es gibt in der römisch-katholischen Kirche gibt es lässliche und unerlässliche Sünden, also Todessünden und eben die leichteren Sünden. Und er hat eigentlich jetzt eine tödliche Sünde begangen. Das heißt aber für einen römischen Katholiken, dass er direkt in die Hölle geht. Er kommt nicht ins Fegefeuer, er kommt direkt in die Hölle. Und das hat der König Louis XIV. Natürlich gedacht, nach dem Gespräch mit seinem Beichtvater de la Chaise. Der hat ihn dann monatelang schmoren lassen und hat dann gesagt, so, jetzt habe ich ihn so weit weich gekocht, jetzt kriege ich von ihm alles getan. Und hat dann von ihm gesagt, von okay, ich erlasse dir diese Sünde, das übrigens Inzest mit seiner Tochter war, ich erlasse dir diese Sünde, wenn du das Edikt von Nantes widerrufst und damit die Hugenotten zum Abschuss freigibst. Das mal eben dazu. Entschuldigung, wir schaffen heute wahrscheinlich nicht viel Text wegen dieser ganzen Erklärung, aber ich finde das zu wichtig, um da einfach so drüber hinwegzugehen. Ja. Sehr gut. Die Dragonaden gegen Protestanten galten für Remedia Animal, also als Seelenheilmittel, ne? Wie es jetzt bei dem Louis XIV. So war. Ne? Durch diese Dragonaden, also durch diese Strafmaßnahmen gegen die Protestanten, wurde dem König natürlich wieder besser, weil jetzt ist ja seine tödliche Sünde vergeben. Jetzt geht er nicht mehr direkt in die Hölle. Jetzt geht er vielleicht ins Fegefeuer, wenn er noch ein bisschen weiter arbeitet, kommt er vielleicht direkt in den Himmel. Nach Aussage der Jesuiten. Na, das muss man halt verstehen, wie die Jesuiten, wie die Katholiken, wie die Hierarchie der Katholiken die normalen Menschen dadurch in den Händen haben. Die sind Wachs in ihren Händen. Die Dragonaden gegen Protestanten galten für Remedia Animal, also als Seelenheilmittel, wie einst die Stiftungen an Kirchen und Klöster in der letzten Stunde des wilden Raubritters. Hier sprechen wir von der letzten Salbung, ne? Wenn einer auf dem Sterbebett lag und der Priester kam, um die letzte Ölung dann zu geben, da hat er natürlich dann all seine Reichtümer der Kirche vermacht, in der Hoffnung, dass er dann eben im Fegefeuer weniger Zeit schmoren musste. Ne? Das ist das Seelenheilmittel. Ne? Und, fährt der Autor fort, als den Großen auf dem Sterbebette seine Sünden bissen, wusste ihn der Tellier mit seinen letzten Sakramenten so zu beruhigen, dass er ausrief, Killet aise de mourir. Ja, es ist leicht, wie leicht ist es zu sterben. Ja. Bekanntlich werden dem Krankenöl in Todesgefahr alle 5 Sinnen gesalbet mit der Formel, Indulgat tibi deus quid per visum aurem tatum etc. deliquisti, das auf Deutsch so viel heißt wie Gott vergebe dir, was du durch Auge, Ohr, Gefühl und so weiter gesündigt hast. Louis XIV. Sündigte am meisten durch den 6. Sinn, der nicht gesalbet wird, jedoch unter Taktum verstanden werden kann, also unter der Berührung verstanden werden kann. Lese ich noch weiter, oder? Das ist soweit erstmal gut. Okay. Ja, weil das war ja mehr oder weniger erstmal nur der Punkt, den du gemacht hast in der letzten Sendung, ne? Von wegen, ne? Es gibt eben viele, die mitlaufen, viele, die sozusagen gar nicht wissen, wie die Dinge zusammengesetzt sind, und es gibt eben die, die eben ja diesen 4. Eid abgelegt haben, und von denen, wie gesagt, vielleicht auch noch nicht mal alle, die dann eben auch nur Mitläufer sind und nicht das gesamte Bild sehen. Darum ging es einfach jetzt hier mal. Das ist ein sehr gutes Buch, das habt ihr ja schon gesehen. Vielleicht, Jörg, können wir das mal in Zukunft mal ein bisschen genauer untersuchen. Das wäre noch die Frage. Genau. Du kannst jetzt noch mal ganz kurz, weil wir jetzt in dem Buch noch mal so ein bisschen sind, noch mal auf die Seite 70 mal ganz kurz gehen und dort noch mal diesen Punkt mit dem Blau unterlegt, also auf der Seite 70 im Buch. Ne? Sie suchten und gewannen überall politischen Einfluss. Noch mal bis zu dem anderen blauen Punkt über den Jesuiten oben noch mal. Sie suchten und gewannen überall politischen Einfluss, während ihre braunen Brüder, die gleichfalls neu entstandenen Kapuziner, sich so wenig darum bekümmerten als das Volk, demütig, wie es Geistlichen zusteht, ja, sich von den schlauen Schwarzen am Bart herumführen ließen, wie dumme Böcklein. Die Bettelmönche, so zahlreich sie auch waren, hatten nicht den 10. Teil der Reichtümer dieser Jesuiten. Sie plünderten nur das arme Volk um ein bisschen Maulfülle, Jesuiten aber die reiche und höhere Welt und wussten als echte Cartouche. Ja? Louis-Dominique Garthausen, besser bekannt als Cartouche, auch Louis-Dominique Bourguignon, 1600, ach Mensch nochmal, ich hasse das hier, wenn die Kommentare, macht die doch größer, dann passiert das nicht, das kann man auch machen. Hier. 1693 in Paris geboren, 1721 da gestorben, war ein französischer Räuber, Mörder und Bandenchef. Okay, das wäre der Kommentar hier. Und wussten als echte Cartouche und Beutelschneider mit einem Zuge mehr zu fangen als die Graubärte in vielen Jahren nicht. Noch weniger mischten sich in den Welthändel die in dieser Epoche entstandenen Gesellschaften der Büßer. Sie pflegten Kranke und Pilgrime, gaben Unterricht und statteten arme Mädchen aus, trösteten Sterbende und Verurteilte und begruben sie. Ja, warum heißen die wohl die Büßer, meint ihr? Ja? Weil die viele Sünden begangen haben, für die sie jetzt büßen müssen. Schwan hat in seinem bekannten Werke, wodurch er die Kutten verewigen wollte, weil er annahm, ihr Ende sei gekommen, alle abbilden lassen, sogar einen büßenden Buchhändler, vermutlich, weil er selbst einer war, der aber so frisch und wohlgenährt aussieht, dass er entweder erst anfängt zu büßen oder so verstockt und unverschämt sein muss, wie ein Nachdrucker aus Schwaben. Die schwarze Rotte, durchaus verschieden von den guten, auch schwarz gekleideten Söhnen Benedikts, also hier geht es um die Jesuiten auf der einen und Benediktiner auf der anderen Seite, machten der Welt glauben, dass Religion und sittliche Veredelung der Menschheit ihr hoher Zweck sei. Pristinam ecclesial faciem, was auf Deutsch so viel heißt wie die Form der ursprünglichen Kirche wollten sie wiederherstellen. Während alle Geistesfreiheit zu unterdrücken und unter dem Mantel der Religion zu herrschen suchten. Ja? Alle Geistesfreiheit zu unterdrücken. Man darf in der römisch-katholischen Kirche eben keine Religionsfreiheit ausüben. Man darf nicht den Gott anbeten, den man selbst anbeten will. Ja? Man darf sich das nicht aussuchen, man muss den Gott in Rom anbeten und einen anderen lassen sie nicht zu. Sie empfahlen die schlechten Bücher ihres Ordens und kastrierten die Werke der großen Alten. Die Beichte war ihnen, was Napoleon, die geheime Polizei, und durch den Beichtstuhl und das Monopol der Schulen gelang ihnen der Plan vollkommen, die Großen und ihre Mätressen zu leiten. Dieser Satz ist so wichtig, da kann man gar nicht so einfach drüber hingehen. Über diesen Satz können wir mal eine eigene Sendung machen. Nur diesen Satz. Ich lese ihn nochmal, dass ihr in Ruhe probiert mal zu folgen, was hier eigentlich wirklich steht. Die Beichte war ihnen, was Napoleon, die geheime Polizei. Das ist der Kern des Satzes, der unglaublich wichtig ist. Aber wie gesagt, da sprechen wir, glaube ich, ein andermal drüber, sonst ist diese Sendung hier schon vorbei. Die Gewissensleitung reicher Matronen hatte, wie ihre berühmten Missionen, mehr Verreicherung zum Zweck als Christentum und so oder Bereicherung zum Zweck als Christentum. Und es gelang ihnen, das Licht der Reformation, das kaum aufgesteckt war, in vielen Staaten wieder auszulöschen. Siehe zum Beispiel Polen. Bewegen Sie nicht selbst im 19. Jahrhundert wieder die Lichtputze. Ja, ja. Habe ich richtig gelesen, ja. Die Lichtputze, das ist ein historischer Beruf aus der Zeit, als die Beleuchtung vorwiegend von Talgkerzen herstammte. Er pflegte und überwachte deren Feuer. Ja? Also, bewegen Sie nicht selbst im 19. Jahrhundert wieder die Lichtputze in aller Stille unter der Kutte? Kurz, Jesuiten waren nichts weiter als politische Atheisten und scheinheilige Schufte, deren Geschichte man nicht lesen kann, ohne ein kleines Fieber. Genau. So, hier ist der Verweis auf ein weiteres Werk von Hermann Weber, die Möncherei, das 3. Volumen, also der 3. Band. Und ja, ist heute gekommen, Jörg, also freut dich schon. Extrait de assertion dangereuse que les Jésuites ont enseigné, etc. Also Auszüge aus den gefährlichen Annahmen, welche die Jesuiten sich angeeignet haben, so ungefähr in der Richtung lautet der Titel hier. Ne? Ja, ich werde es überprüfen. Ich habe das Glück, dass das eine deutsche Übersetzung gibt damals noch von dem Werk. Also müsstest du auch noch Französisch lernen, ne? Ja, muss ich ja auch noch. Ja, aber genau, also ich denke mal, mit dem Herrn Weber werden wir uns, denke ich mal, bestimmt nochmal beschäftigen, wenn du diesen Satz hier so wichtig findest und er natürlich... Der Satz hier, ja, das Wichtigste war, wie gesagt, die Beichte war ihnen, was Napoleon, die Geheimpolizei. Genau. Wenn man diesen Satz richtig versteht in unserer heutigen Zeit, dann versteht ihr, warum ich zum Beispiel immer noch weigere, ein Smartphone zu haben und warum ich nicht an irgendwelchen sozialen Netzen teilnehme. Ja. Naja. Ja, müssen wir noch irgendwo weitermachen? Ja, klar. Wir gehen mal auf das Skript 66, weil wie gesagt, was wir heute nicht schaffen, das machen wir das nächste Mal, ist alles kein Problem. Das ist alles wie so ein Baukastensystem hier, das können wir immer wieder anholen, wenn wir es dann brauchen. Aber ich kann, Jörg, bei dir mit Lesung nicht planen, weil ich hatte jetzt gedacht, ja, dieser kleine Ausschnitt hier, da bist du in 5 Minuten durch und jetzt gucke ich auf die Uhr, was natürlich wunderbar ist mit deinen Erklärungen, ne? Total lehrreich, ja, ohne Ende. Also da muss ich sagen, bin ich ja heilfroh, dass ich jetzt diesen kleinen Auszug hier als erstes mit ausgewählt habe. Insofern da hast du, toll, wie wir in Hamburg sagen, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ja, genau. Aber das ist okay, weil, wie gesagt, ich lasse mich ja dann nie aus der Ruhe bringen und verfalle jetzt hier nicht in Panik. Ne? Und Wie gesagt, ich mache nochmal kurz den Link zurück zu der letzten Sendung, 65, wo es ja um die Pro Oriente ging. Und da hatten wir ja von dieser Gründung her erfahren, dass es da sozusagen eine katholische Union in Wien gab. Und dann ist das irgendwie dieses ganze Konstrukt dann irgendwann in den 20er Jahren nach Fribourg, also nicht Freiburg, sondern Fribourg in der Schweiz umgesiedelt. Ja, und da habe ich gedacht, Moment mal, irgendwas, was war doch da mal in einer vorhergehenden Lesung. Ja? Und bevor ich euch das mal erkläre, was da schon mal gelaufen ist bei uns, Jörg, hattest du auch nochmal gesagt, ja, hier ging es doch auch, hier bei dieser Gründung von dieser sogenannten katholischen Union darum, dass man eben versucht, auch gerade die Flüchtlinge aus dem Osten, ja, also aus der Ukraine und aus Russland, dann entsprechend junge Knaben, ne, für den Priesterberuf eben herzunehmen und entsprechend später dann eventuell in so eine Mission zu packen, ja, in Russland. Und da hattest du ja gesagt, das könnte also theoretisch richtig gut auf den Stalin passen. Ich habe jetzt bloß mal geguckt, der Stalin hat leider, muss man sagen, war seiner Zeit voraus und hat sein Priesterseminar ein bisschen eher abgeschlossen, nämlich zumindest was uns Wikipedia hier glauben macht, am 29. Mai 1899. Jörg, und das kannst du mal ganz kurz mal runterscrollen. Da habe ich mal so ein Originalbild mal mit reingefügt, was dann die Abschlussbescheinigung des jesuitisch geleiteten Tifliser Priesterseminars gewesen ist. Genau. Jörg, hast du das? Sehen wir das? Ja, jetzt sehen wir das, genau. Ne? Das soll wohl dann dieses Dokument sein. Ne? Das Problem an dem Stalin, ich hatte es schon mal angeholt, ist, dass wir nichts über Stalin wirklich wissen. Weder wo er genau hergekommen ist, noch wer ihn ausgebildet hat. Wir wissen bloß, dass die ganzen Akten vernichtet wurden. So, das ist eigentlich nochmal der Punkt. Also theoretisch würde es passen, Jörg, ne? Mit deiner Annahme, dass auch ein Herr Josef Stalin, der hieß ja noch anders, Lukaschwili hieß er ja eigentlich mit seinem gebürtigen Namen, aber egal, dass er sozusagen hier vielleicht auch in diese Ausbildung gekommen wäre von dieser katholischen Union. Aber dem, wie gesagt, entzieht sich so ein bisschen das Ganze, weil wir das nicht belegen können. Und ja, was ich eben jetzt herausgefunden hatte, dass wir schon mal was mit Freiburg und der Schweiz mal in einer Lesung zu tun hatten, nämlich als es um eine katholische Studentennetzwerkverbindung ging, und zwar von der Lesung 60. Die ist noch gar nicht so weit zurück. Und da ging es darum, nur mal jetzt kurz aus dem Gedächtnis wieder hergeholt, dass wir uns da mit einem neuen, so einem sogenannten Virus auseinandergesetzt hatten, an dem irgendwie geforscht wird. Und da ist eine thailändische Universität sehr weit voran. Und die forschen so mit Fledermäusen und alles, was so fliegt und in dunklen Höhlen wohnt. Ja. So, und da hatten wir uns mit beschäftigt. Und da sind wir nämlich dann, ja genau, du kannst mal runterscrollen, auf diese Universität gekommen und von dort auf die Universität übrigens auch, ne, von Jesuiten eingesetzt, ja, und von dort eben auf dieses sogenannte katholische Studentennetzwerk, IMCS, abgekürzt in Englisch. Und das wurde gegründet, auch in den 20er Jahren. 1921 fing das nämlich an. Und das, Jörg, fand ich schon einen ziemlich interessanten Zufall, die es ja nicht gibt, dass wir hier auch schon wieder Dinge haben, die sich hier, obwohl wir eben garantiert nicht alles beleuchten können, trotzdem hier schon wieder eine Verknüpfung haben und sagen, aha, oho, das kommt uns bekannt vor. Ne? So, und dieses ganze Netzwerk, was sich dort aufgebaut hat, Jörg, ne, das haben wir ja hier schon mal durchgearbeitet. Und du kannst es mal mit durchziehen. Wie gesagt, wir brauchen es jetzt nicht anlesen, ne? Bloß ich will es euch nur mal ins Gedächtnis rufen, dass wir das alles schon mal hatten. Ja, genau, die Mission kannst du vielleicht mal durchlesen. Inspiriert von unserer lebendigen Erfahrung Christi und geleitet von der bevorzugten Option für die Armen, versucht IMCS eine Gemeinschaft zu fördern, die eine Pädagogik der kritischen Reflexion und der ganzheitlichen Transformation und Solidarität entwickelt, um eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens zu verwirklichen. Ja, ja. Und jetzt, Jörg, vielleicht nochmal den ersten Satz drunter, bitte. 1921 Gründung von Pax Romana, der Internationalen Vereinigung katholischer Studenten. 1920 wurde Georges de Montenach zum Präsidenten der neu gegründeten Internationalen Katholischen Studienvereinigung, also Vorläuferin der ICMICA, gewählt. In diesem Geist wurden die Schweizer Studenten erneut inspiriert, eine eigene internationale Vereinigung zu gründen. Dieser Wunsch wurde durch die Dringlichkeit der Versöhnung in einer Welt, die kurz zuvor durch den Ersten Weltkrieg zerrissen worden war, noch verstärkt. Aha, stopp, Jörg. Und genau das ist doch schon wieder der Punkt, ne? Wie war denn das jetzt hier bei Pro Oriente? Was hat man denn dort gemacht? Man hat erst dann die Arbeit begonnen, als sozusagen die ganzen Flüchtlinge, ja, die durch den Krieg sozusagen, durch die russische Revolution da letztendlich auswandern mussten, die hat man dann eben genommen. Und da hat man angefangen, dann seinen Einfluss geltend zu machen. Also auch hier, ne, ist der Krieg, ne, ich sage das jetzt mal auch in Bezug auf den aktuellen Krieg, eine zwingende Notwendigkeit für diese sogenannte Transformation, für diese Mittel sogenannte zum Zweck, Änderung. Gerald. Oder Mittel zum Zweck, ja. Ja, ja, ja. So, und dann kannst du nochmal den letzten Satz auf dieser Seite lesen, bei einem Treffen. Bei einem Treffen zwischen Max Gräßli und Dr. Bromm Anfang 1921 wurde beschlossen, die verschiedenen Studentenverbände im Juli zusammenzubringen. Gräßli ersuchte den Vatikan um Zustimmung zu diesem Vorhaben und am 5. Juni 1521 übermittelte Pietro Kardinal Gaspari die Zustimmung des Vatikans zu diesem Vorhaben. Mit dieser Genehmigung wurde ein Organisationskomitee mit Studentenvertretern aus der Schweiz, Spanien und Holland, also Niederlande, gegründet. Genau, und jetzt nochmal den ersten Satz von der nächsten Seite. Pietro Kardinal Gaspari war übrigens zu der Zeit der Staatssekretär im Vatikan, also der sozusagen Innenminister. Ja, ja. Am 19. Juli 1921 trugen diese Bemühungen Früchte, als sich Studentenführer aus 23 Ländern aus dem kriegsgebeutelten Europa, den Vereinigten Staaten, Argentinien und Java in Indonesien in Fribourg zum ersten Pax Romana-Kongress trafen. Der Frieden war ein zentrales Thema dieses Treffens, denn die Studenten wollten Versöhnung in eine vom Krieg zerrissene Welt bringen. Die meisten Studenten auf dem Kongress haben entweder im Ersten Weltkrieg gekämpft oder kannten Leute, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, weshalb sie zu Beginn des Kongresses gespalten waren. Am Ende des Kongresses jedoch umarmten sich die Teilnehmer gegenseitig. Deutsche, Franzosen, Italiener, Amerikaner, Schweizer und so weiter. In diesem Sinne beschloss der Kongress, ein internationales Sekretariat unter dem Namen Pax Romana einzurichten, damit die Studenten unter dem Motto Pax Christi in Regno Christi für den Frieden in der Welt arbeiten konnten. Ja, so sieht das aus. Genau so sieht das aus. Vielen Dank, ne? Genau, Jörg. So, und jetzt können wir hier nochmal in dem Skript ein bisschen runterscrollen, weil wie gesagt, das ist jetzt einfach nur schon gelaufen, da sind wir schon im Prinzip durch. Ja, also Pax Romana ist hier wieder das Schlüsselwort. Und dann habe ich jetzt hier eine Anmerkung gemacht, zurück zu Bartholomäus in dem Grußwort zum 50-jährigen Bestehung von Pro Oriente. Da sind wir letztes Mal nicht dazu gekommen. Jörg, ich würde dir mal das ganz kurz mal rüberschicken. Das habe ich nämlich hier schon auf Abschuss. Das fliegt gerade zu dir rüber. Das hatten schon letzte Lesung offen, dieses Skript. Dass du das nochmal bitte für die Zuhörer und Zuschauer nochmal öffnest. Und dann können wir uns das nämlich nochmal angucken. Warum war das so wichtig? Dieses, ja, was war denn das? Wie nennt man das? Eine Festschrift, ne? So, wenn so irgendwie Jubiläum da stattfindet, ja, dann ist das eine Festschrift. Und warum war das so interessant gewesen für die Lesung? Erinnert ihr euch noch? Ja, eine Woche kann lang sein. Aber der Punkt war, dass wir dort mal geguckt hatten, das ist ja ein Riesenwerk, wie gesagt, über 400 Seiten, fast 500 Seiten, dass wir dort zum einen diese Ehrenmitglieder hatten. Ihr erinnert euch an den Patriarch Bartholomäus, den Ersten, ne? Der ja als sogenannter ökumenischer Patriarch eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle spielte und auch heute spielt. Das werden wir uns nämlich dann vielleicht noch mal kurz angucken im nächsten Skript. Und dann neben der Maria Anna Baronin Mayr-Melnhof, ihr erinnert euch, ne? Das ist die Tante von der Frau von den Ankerhofen, ne? Von dem, wo der Herr Krah sich hat ablichten lassen. Er hat das mal lieber Nickel gemacht, dann wäre es für ihn vielleicht besser ausgegangen. Aber jetzt hat er sich halt ablichten lassen. Ihr wisst ja, das Bild war ja vor ca. 11 Jahren entstanden. 2012 war das gewesen, ja, wo wir dann diese Verbindung hergezogen hatten. Und dann war natürlich noch interessant, dass diese Protektoren der Stiftung, also die Beschützer der Stiftung, eben ja unter anderem auch der Patriarch Kirill I. ja, gewesen ist, ja, von Moskau und der ganzen Russ. Ne? Und ihr wisst ja, dass das aktuell natürlich dieser Krieg natürlich auch nach außen hin, ja, ein Krieg ist, der offensichtlich auch religiöse Züge trägt. Ja, und das habt ihr schon gesehen. Da gibt es auch mittlerweile schon, selbst in diesen sogenannten Mainstream, schon mal ganz erhellende Berichte drüber, allerdings immer nur sehr einseitig. Und die erklären euch natürlich auch, selbst wenn sie diese Worte in den Mund nehmen, wie Kreuzzug, natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ja, aber zumindest ist das Thema schon mal angeschnitten. Und ihr habt hier eben gemerkt, dass hier alle in einem Topf sitzen. Und das war eigentlich der Punkt, warum dieses Buch, diese Festschrift, ja, mit fast 500 Seiten so wichtig war, weil ihr hier nachweislich seht, dass alle unter einem Dach oder besser gesagt unter einer Decke stecken. So, und dieses Buch, Jörg, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht geschafft durchzuarbeiten. Also bei allem Respekt, das hat mich... Also dann brauche ich auch richtig gute Laune dazu oder vielleicht schlechte Laune. Ich weiß gar nicht, was braucht man dazu, wenn man sowas lesen will. Ich weiß es nicht. Also Geduld. Auf jeden Fall Geduld, ja. Auf jeden Fall, Jörg, scroll mal bitte nach vorn in diesem Buch oder ja, wie auch immer. Und da habt ihr hier verschiedene Grußadressen. Und die hatten wir uns mehr oder weniger mal kurz angeguckt, und hier seht ihr schon die erste sogenannte Grußadresse, ja, an diesen Festakt des 50-jährigen Bestehens, ja, von dieser Pro Oriente Stiftung, von dem Kardinal Koch, dass der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der sogenannten Christen, also der Katholiken, hier spielt. Und das ist natürlich schon harter Tobak. Das heißt, das ist alles vom Vatikan genehmigt, genauso wie diese Studentenverbindung, die wir gerade gesehen hatten, ne, aus Thailand, ja, genauso eine Genehmigung bekommen hat, um weiter eben ihr Wirken voranzubringen. Ne. So, das ist also alles unter einer Decke. So, und dann haben wir hier auf der rechten Seite die Grußadresse, ne, von dem ökumenischen Patriarch Bartholomäus, der beschreibt sich auch immer anders, ne? Mal mit EU, mal mit AI. Ja, könnte man denken, er kommt aus Bayern, aber gut, nee, macht er nicht. So, und da, Jörg, zum Beispiel, kannst du mal ganz kurz, dass ich jetzt hier mit blau markiert habe, mal anlesen. Auf der anderen Seite, Jörg, genau, nee, auf der anderen Seite noch ein Stück hoch. Da ist schon was Blaues gewesen. Ja, hier, die Stiftung Pro Oriente, oder nicht? Nee, die Gründung der Stiftung. Das musst du eins zurück. Da habe ich noch mal so ein bisschen... Ja, dort. Ah, genau. Da oben, ja, okay. Na, die zwei Dinger, genau. Ja. Die können wir uns mal angucken. Die Gründung der Stiftung Pro Oriente war eine Gabe Gottes, verwirklicht durch einen Hierarchen seiner Kirche, den unvergesslichen Erzbischof von Wien, Dr. Franz Kardinal König. Er war ein Mensch der Versöhnung und der Gemeinschaft, ein Mensch mit weitem Horizont, nicht nur des Denkens und der wissenschaftlichen Kenntnisse als Theologe, sondern auch des Herzens und der Menschlichkeit. Er hatte erkannt, dass Ökumene nicht nur eine rein westliche Angelegenheit ist und sich zwischen Katholiken und Protestanten abspielt, sondern auch Ost und West betrifft. Das bedeutet, dass für ihn die Aufnahme des Dialoges mit der Gesamtorthodoxie und dem ganzen östlichen Christentum unerlässlich war. Mit seiner ökumenischen Gesinnung erwies sich Kardinal König als Pionier und Architekt einer neuen Ökumene, welche auch zur Gründung der Stiftung Pro Oriente vor 50 Jahren geführt hat. Durch diese Initiative und durch seine allgemeine ökumenische Haltung hat er den weiteren ökumenischen Weg gefördert und auch maßgeblich geprägt. Es ist bemerkenswert, dass Kardinal König die Stiftung Pro Oriente in Wien am 4. November 1964 gründete, noch bevor das Zweite Vatikanum im Dezember 1965 zu Ende ging, ja, sogar bevor das Ökumenes-Dekret vom 21. November 1964 verabschiedet wurde. Mhm. Und dann geht es weiter beim nächsten blauen Punkt, sicher? Richtig. Die Stiftung Pro Oriente wirkt seit ihrer Gründung einerseits auf wissenschaftlicher Ebene durch qualitativ hochstehende Symposien, Akademien, Seminare, Publikationen und so weiter. Andererseits ermöglicht sie wichtige Begegnungen und gegenseitige Besuche bedeutender Persönlichkeiten unserer Kirchen. Durch solche Begegnungen werden geschwisterliche Beziehungen entwickelt und gefestigt, die als solides Fundament für die Förderung des heiligen ökumenischen Anliegens dienen können. So hat sich Pro Oriente als, Zitat, Laboratorium der kirchlichen Einheit, Ende Zitat, erwiesen, dem wir viel zu verdanken haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Stiftung Pro Oriente auch unter dem jetzigen Erzbischof von Wien und Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Dr. Christoph Kardinal Schönborn, dem Präsidenten des Vorstandes der Stiftung Herrn Dr. Johann Marte, sowie mit der Hilfe all ihrer fleißigen und engagierten Mitarbeiter ihre segensreichen und vielfältigen Tätigkeiten zur Förderung des heiligen Anliegens der Verwirklichung der vollen kirchlichen und sakramentalen Einheit unserer Kirchen fortsetzen wird. Dies, meine Lieben, ist ein unglaublich wichtiger Satz. Ist dir das bewusst, Gerald? Naja, wahrscheinlich nicht so wie dir, weil ich sehe ja nur noch grün und eigentlich gelb und ach, hör auf. Ja, also ihre segensreiche und vielfältigen Tätigkeiten zur Förderung des heiligen Anliegens der Verwirklichung der vollen kirchlichen und sakramentalen Einheit unserer Kirchen fortzusetzen. Was heißt denn sakramentale Einheit? Das ist ja alles angleichen, die ganzen Liturgien, alles, die ganzen. Das heißt, die Akzeptanz der Eucharistie in der Messe nach römisch-katholischem Vorbild in allen Kirchen, die hier der römisch-katholischen Kirche durch diese Ökumene beitreten werden. Mhm. Das heißt also, dass hier das Opfer in der römisch-katholischen Messe mit der Eucharistie, wo der Priester durch die magischen Hokuspokus-Worte, darum kommt überhaupt Hokuspokus, da kommt das her, aus Hoc est corpus enim meum, Hoc est corpus, Hokuspokus, ihr kennt das vielleicht, da ist das abgeleitet her, wo Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot verwandelt wird, das der Priester in dem Augenblick in der Hand hält, dass diese Eucharistiefeier für alle Kirchen gilt. Das steht hier. Verwirklichung der vollen kirchlichen und sakramentalen Einheit. Das ist die sakramentale Einheit. Eine Messe für alle. Ein Opfer für alle. Und wir sprechen nicht von dem Opfer, das Jesus Christus vor 2000 Jahren in Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel gebracht hat, sondern wir sprechen von dem einen Opfer, das tausende Male täglich in allen Kirchen über der ganzen Welt in den Messen der römisch-katholischen Kirche vollzogen wird, dass das einheitlich und überall so vollzogen wird, dass nicht die Protestanten ihre Kommunion halten, ihr Abendmahl halten, das auf ihre Art und Weise machen, dass nicht die östlichen orthodoxen Katholiken das auf ihre Art und Weise machen, ähnlich wie die Protestanten, aber dass alles nach römischem Vorbild gemacht wird. Das ist die sakramentale Einheit. Das ist das ganze Anliegen dieser ganzen Ökumene. Da geht es nur um die sakramentale Einheit einer jeden Glaubensrichtung, die zurück zu Rom kommen muss. Deswegen ist das so ein unglaublich wichtiger Satz. Ja. Und darf ich das nochmal ergänzen? Der Punkt ist ja auch, dass diese ganze Forschung, diese sogenannte Forschung dieser Stiftung, dieser Privatstiftung Pro Oriente, ja eigentlich genau dahin geht, dass die versuchen herauszufinden, wo können wir jetzt sozusagen diese Abläufe, ne, bei diesen Opferhandlungen eben möglichst erstmal zu gucken, wie wird das so gemacht bei den verschiedenen orthodoxen Kirchen. Und dann versucht man eben, wie du es gesagt hast, diese Einheit herzustellen. Also erst muss ich gucken, wie machen die das? Und dann wird dann versucht, es entsprechend dann zu ändern und dann eben diese sakramentale Einheit zu schaffen. Ja. Durch, wie JFK das benannt hat, Subversion und Infiltration werden die Kirchen infiltriert und subversiert, das heißt umgedreht in ihrer Bedeutung, ihrer Lehre. Langsam aber sicher schleicht sich der Fehler in diesen Kirchen ein und später wird dieser Fehler als Wahrheit erkannt und die frühere Wahrheit als Lüge abgelehnt. Das ist, wie die Jesuiten arbeiten. Das braucht einige Jahre, aber der Ökumenismus ist auch schon lange in dieser Welt, ne? Aber da müssten die ja theoretisch dann ja sogar die tridentinische Messe ja dann abhalten, wa? Wenn die so richtig... Ja, natürlich, da geht es natürlich hin, dass das schlussendlich nur in Latein abgehalten wird, nach eben tridentinischem Maßstab, ja absolut. Ja. Das wäre der Punkt, ne? Das ist der Epitom, also der Höhepunkt der sakramentalen Einheit, wenn sie dann vollzogen wird, ne? Hier geht es ja um erstmal dieses zu verwirklichen und durchzusetzen, ne? Gut. Ja. Seit 50 Jahren ist die Stiftung Pro Oriente als Brückenbauer tätig. Und wer ist denn der größte Brückenbauer? Der Pontifex Maximus? Und wir hoffen und beten, dass sie auch in Zukunft sowohl eine Plattform des theologischen Austausches als auch ein Ort der Begegnung von Menschen verschiedener Kulturen und Traditionen sein möge, welche an Gott glauben und für sein Reich kämpfen. Es ist Zeit für mutigere Schritte, die das Niveau des Austausches von Höflichkeiten übertreffen und die den anderen nicht mit Hochmut oder Distanz betrachten, sondern als gleichwertigen Bruder respektieren, um so die Heilung der tiefen Wunde unserer Trennung zu ermöglichen. Wir hoffen, dass in Zukunft auch vermehrt junge Menschen die Arbeit von Pro Oriente schätzen lernen und sich dynamisch einbringen werden, um so das Werk der Stiftung noch fruchtbarer und noch segensreicher zu machen und uns alle auf dem Weg der Einheit einander näher zu bringen. Von ganzem Herzen beglückwünschen wir die Stiftung Pro Oriente zu ihrem 50-jährigen Jubiläum und danken allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die fruchtbare und segensreiche Arbeit, welche sie in diesen 50 Jahren geleistet haben. Wir beten inständig zu Gott, dem Geber alles Guten, dass er unseren gemeinsamen Weg segnen und uns in seiner Liebe vereinen möge. Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel, ne? Also das hat nicht der Kardinal König oder Schönborn geschrieben, sondern nein, das kommt direkt von diesem Patriarchen, ne? Man kann es kaum glauben, ne? Die Inhalte unterscheiden sich nicht im geringsten. Genau. So, Jörg, wenn du mal so lieb bist, nochmal in das alte Skript gehst, also 66, und da mal im PDF auf die Seite 22. Auf die Seite 22 im PDF. Ja, ein bisschen weiter runter noch. Ja, stopp, da war was. Da ist nämlich die tridentinische Messe aufgeführt. Ja, also das ist sozusagen dann ein ganz bestimmter Ablauf, der eben, ja, Jörg hat schon gesagt, vor allem eben sich dadurch kennzeichnet, dass er eben nicht mehr zu verstehen ist von dem normalen Menschen. Ihr wisst ja, dass dieser tridentinische Ritus ja insbesondere von den Pius-Brüdern oben gehalten wird und die sind zumindest nach außen die Verfechter dieser Messe. Und ihr wisst ja, dass dieser Herr Krah ja eben ja mit dieser Pius-Bruderschaft sehr, sehr dick verbandelt war, dass er zumindest Erbschaften in zweistelliger Millionenhöhe, also ihr erinnert euch, zwischen 60 und 90 Millionen Euro ging die Gruppenschätzung, genau weiß man es nicht, da eben verwalten durfte und konnte, ne? Das setzt voraus, dass man hier also schon einen gewissen Vertrauensstatus hat, ne? Also das können wir uns dann vielleicht fürs nächste Mal vorheben, dass wir hier mal diese sogenannte Messe uns nochmal anschauen. Genau. So, Jörg, und wir können jetzt das erstmal schließen, dieses Denkwerkstatt Pro Oriente. Damit sind wir erstmal durch, weil, wie gesagt, das ist alles nur auszugsweise. Ich mache das hier bei mir auch mal zu. Und dann könnt ihr mal bitte, oder Jörg, kannst du mal bitte, nur noch mal zum Reingucken, ein Buch mal öffnen, Russland und Österreich, Pro Oriente. Was heute den Weg zu mir gefunden hat. Das ist so schön rot, ne? Genau. Ne? Ihr seht hier auch wieder das Logo. Und das ist ein Buch von 97. Und warum ist das so wichtig? Naja, warum ist es so wichtig? Weil ihr hier tatsächlich mal erfahrt, worum es hier überhaupt geht und das alles in eine Einheit gebracht werden muss. Denn hier habt ihr nämlich jetzt nicht als Geleit- oder Grußwort zum Beispiel den Bartholomäus, den man ja als vielleicht noch als Beiwohner dieser ganzen aktuellen Politik und ja, Kriege sehen kann. Ja, nee, hier habt ihr das Geleitwort von dem damaligen Metropoliten, jetzigen Patriarchen und Vertrauensmann von Putin, ja, dem Herrn Kirill, ne? Metropolit Kirill von Smolensk und Kaliningrad. Ne? So, Jörg, und ja, das Geleitwort, original von ihm, entweder heute oder das nächste Mal, das kannst du entscheiden, ob du es lesen willst. Wenn wir es nicht lesen, dann können wir zumindest mal runterscrollen. Wir schließen mit dem Geleitwort ab, finde ich, und dann okay, kommen wir so in ungefähr Totalsendungszeit 1,5 Stunden zum Ende. Ist das okay? Okay, dann machen wir das so. Okay, gut. Also, der Metropolit Kirill von Smolensk und Kaliningrad schreibt hier in seinem Geleitwort, Zitat, ich wende mich an die Leser dieser Publikation. Also es geht hier um das Buch, bitteschön, nicht vergessen, Russland und Österreich. Ne? Oder wie dicht steht Russland bei der Habsburger Monarchie, bei der römisch-katholischen, erzrömisch-katholischen Familie der Habsburger, die immer den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes nicht nur gefolgt sind, sondern ihn auch durchgesetzt haben mit Kriegen in anderen Gegenden, wobei der wichtigste Krieg die Bestrafung der Serben war, das wir heutzutage als Ersten Weltkrieg kennen. Also, ich wende mich an die Leser dieser Publikation, in der der Versuch unternommen wird, die Geschichte der geistlichen Beziehungen zwischen Russland und Österreich in den letzten Jahrhunderten aufzuzeigen, oder zumindest in der Weise aufzuzeigen, wie wir euch zeigen wollen, mit der Hoffnung, dass der vorliegende Band zur Konsolidierung der guten Beziehungen zwischen unseren Völkern und Kirchen beiträgt. Das gelingt natürlich nur, wenn man schreibt, was man will und nicht schreibt, was man schreiben muss eigentlich. Die Geschichte der kulturellen Beziehungen zwischen unseren Völkern reicht bis zum alten Heiligen Römischen Reich zurück. Am Ende des 17. Jahrhunderts bzw. Anfang des 18. war Österreich jener Ort zwischen dem Osten und dem Westen, wo verschiedenste konstruktive Kontakte geknüpft wurden. Der Ort, an dem Friedensabkommen und Bündnisse abgeschlossen wurden, an dem internationale Begegnungen, bei denen über das zukünftige Europa debattiert wurde, abgehalten wurden und an dem ein intensiver kultureller Austausch auch auf kirchlicher Ebene stattfand. Also, wenn hier geschrieben wird, Friedensabkommen und internationale Begegnungen, bei denen über das zukünftige Europa debattiert wurde, erinnert euch bitte mal an den Kongress von Wien, 1818 war das, glaube ich. Will ich mich jetzt nicht festlegen, aber es war irgendwo in den Anfang der 1820er Jahre. Und wir hatten damals übrigens 3 ganz wichtige Treffen. Wir hatten Wien, Kiri und Verona, wovon die anderen von Kiri und Verona die meisten Leute nicht kennen, aber das ist eine andere Sache. Da kann man sich mal drüber informieren. Aber auf das spielt er hier an. Der Kirill spricht hier an auf den Kongress von Wien nach dem Napoleon-Debakel, sage ich jetzt mal, weil der wollte ja auch ein geeintes Europa und der Krieg, wie dann der Schnauzbärtige 120 Jahre später und so weiter und so weiter. Also, die Einweihung der Kathedrale zum heiligen Nikolaus in Wien, die dieses Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum begeht, zeugt von der besonderen Bedeutung, die in jener Zeit den zwischenkirchlichen Kontakten zwischen Russland und Österreich zukam. Diese Kirche war schon immer nicht nur eins der erhabensten Wiener Architekturdenkmäler, sondern auch ein Ort, an dem die geistlichen Traditionen unserer Länder zusammengeführt wurden. Auch in unserer heutigen Zeit hat Österreich seine fürwahr geschichtliche Bedeutung nicht verloren. Es ist weiterhin eines der führenden Zentren Europas für Treffen erstrangiger Politiker und für die Veranstaltung von internationalen Tagungen und Konferenzen und ist ebenso ein Begegnungsort für die Vertreter verschiedener Kirchen des Westens und des Ostens, also wunderbar geeignet für die Ökumene. Ein Beispiel für solche zwischenkirchlichen Zusammenkünfte ist die zweite Europäische Ökumenische Versammlung, die im Juni 1997 in Graz stattfand. Auch seine Heiligkeit, der Patriarch von Moskau und der ganzen Russ, Alexi II., nahmen aktiv daran teil und stattete im Anschluss daran der österreichischen Hauptstadt einen offiziellen Besuch ab. Erwähnt werden soll auch das Treffen der informellen internationalen christlichen Friedensgruppe am 18. Mai 1999 in Wien zur Lösung des Konflikts in Jugoslawien, an dem ich ebenfalls teilnahm. Gebracht hat's nicht viel. Im Lauf dieses Treffens wurden grundlegende Positionen für eine friedliche Lösung des Konflikts am Krisenherd vereinbart, die wiederum den Regierungen der betroffenen Parteien mitgeteilt wurden, wodurch ein Beitrag im Hinblick auf eine friedliche Lösung geleistet wurde. Bis hierhin soll ich lesen, ich muss hier nur noch einen kurzen Kommentar geben. Im Laufe dieses Treffens, also wo man sich über den Konflikt in Jugoslawien geeinigt hat, im Mai 1999, wurden grundlegende Positionen für eine friedliche Lösung des Konflikts am Krisenherd vereinbart. Wir sprechen hier von Treffen der römisch-katholischen Kirche mit anderen katholischen Organisationen, hauptsächlich. Wir sprechen hier von, wie der Papst aus der These, die auf die Antithese knallt, die Synthese macht. Der Papst als Friedensbringer. Im Laufe dieses Treffens wurden grundlegende Positionen für eine friedliche Lösung des Konflikts vereinbart. Die sogenannte friedliche Lösung, das ist aus dem Vorschlag des Vatikans direkt. Das sollte man als Hintergrundwissen noch mitnehmen. Und damit, glaube ich, habe ich für heute genug gesagt. Und überlasse ich gerne meinen beiden Brüdern Marius, wo ist denn dein Bild hier, und Gerald, das Schlusswort für die Sendung von heute. Gerald, ich schlage mal vor, dass du anfängst, weil du weißt, was du noch alles sagen willst, bevor Marius dann wieder übernimmt zum Ende hin. Danke von meiner Seite her fürs Zuhören. Ich hätte noch mal einen kurzen Eingriff zu den Vorhergesagten. Ja. Und zwar habt ihr erwähnt, dass da jetzt zum Beispiel die Messe irgendwann mal überall auf der Welt in Lateinisch gehalten wird. Nach der tridentinischen Messe gemacht wird alles. Genau so. Also jetzt wird versucht, überall auf der Welt alles gleichzuschalten, alles synchron zu halten, überall eine Gleichmacherei. Und da passt doch wunderbar den Artikel, den ich dir gesendet habe, wo dann jetzt die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche auf den gregorianischen Kalender umstellt. Das passt perfekt dazu. War ja auch, glaube ich, mein Kommentar in die Richtung, ne? Das war aber nicht hier im Fenster, das war im anderen Fenster, das du gesendet hast. Das war, jetzt habe ich es nochmal gepostet, oder hast du das dann mit der Übersetzung? Okay, ja. Weil ich war auch kurzzeitig weg. Ich habe hier leider einen Wackler am Netzwerkkabel. Ich musste mich neu verbinden. Also ich streite nicht. Ui, warte mal. Und das hier ist der Artikel, der ursprüngliche, ne? Das ist der Originalartikel und darunter ist dann die deutsche Übersetzung. Ne? Ja. Also den Artikel, den ihr hier seht, das hat Marius übersetzt und das lautet am 1. September, und da sprechen wir jetzt von 2023, ne? Ja. Ja, danke, dass du es bestätigst. Ja. Also wir sprechen ganz aktuell, heute ist der 25. August. Und dieser Artikel geht darum, dass hier steht, Zitat, am 1. September wird die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche auf den gregorianischen Kalender, also den Kalender, der 1582 durch Papst Gregor den 13. eingeführt wurde, oder wie die Christlichen der östlichen Tradition es nennen, den Novo-Vatikanischen Kalender, auch bekannt als der neue Kalender, umstellen. Ja? Das ist der neue Vatikanische Kalender, weil davor hatten wir den Julianischen Kalender nach Julius Caesar, wenn ich mich nicht irre. Ja? Und der wurde dann von Papst Gregor dem 13. 1582 verändert. Ihr kennt das, da wurden 10 Tage rausgenommen. Kalendermäßig ging das genauso weiter wie vorher, aber es wurden 10 Tage geändert. Das bedeutet, dass die unverrückbaren kirchlichen Feste, allen voran Weihnachten, von nun an gemeinsam mit Katholiken und Protestanten gefeiert werden. Das heißt also, in der ukrainisch-katholischen Kirche, Ukrainski Kossiol Greco, ich kann das nicht lesen hier, ne? Also in dieser Kirche, die nimmt jetzt mit anderen Worten unseren Kalender an, vor allen Dingen unseren liturgischen Kalender. Also nicht unseren, von dem wir die Lesung machen, aber halt den dem Kalender, dem wir hier mehr oder weniger unterworfen sind. Ja, der Antichrist denkt ja, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und die orthodoxe Kirche unterwirft sich jetzt eben genau eben auch diesen neuen Kalender. Ab 1. September wird die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche auf den gregorianischen Kalender umstellen und von da an alle kirchlichen Feste, allen voran Weihnachten, gemeinsam mit römischen Katholiken und Protestanten, die ja schon lange keine mehr sind, feiern. Dankeschön, am Ende Marius, habe ich noch schöner einen Hinweis darauf, was Ökumene angeht, wenn man mal sieht, wie sich das entwickelt. Ne? Ich habe noch ein Fragment aus dem Artikel da kopiert, das sind auch Zitate. Ist nicht lang. Ah ja. Aus demselben Artikel lesen wir also weiter. Er wies darauf hin, wer ist er? Ein Moment, das... der Schreiber des Artikels oder was? Hier haben wir den Artikel im Internet jetzt online, wie ihr seht. Das ist jetzt der Artikel hier. Ich kann jetzt gar nicht scrollen. Der Synode, also der Synode ist wahrscheinlich gemeint. Na, wie auch immer. Er wies darauf hin. Der Synode ist gemeint. Der Synode ist ja ein Treffen von Kardinälen oder Bischöfen, ne? Aber hier steht, in Polnisch lese ich das, vielleicht hat er das nicht so richtig übersetzt oder ist das durch die Übersetzung nicht so deutlich, wenn ich jetzt im Polnischen hier lese. W tym celu Synod Biskupi na Ukrainie postanowił, das heißt, dass der bischöfliche Synode hat das jetzt entschieden. Die bischöfliche Synode, ja, das ist also genau ein Treffen von bestimmten ausgewählten Bischöfen, ja. Und das ist die Synode, also er ist hier die Synode. Sie müsste eigentlich das heißen dann. Okay. Ja, die Übersetzer, das ja, ist gut, das ist ja kein Problem. Ich wollte ja nur wissen, wer mit er ist. Also dann diese Synode von Bischöfen weist darauf hin, dass, Zitat, zu diesem Zweck die Bischofssynode der UKGK, also der ukrainisch-katholisch-griechischen Kirche in der Ukraine im Februar dieses Jahres nach vorheriger Konsultation der Priester, der gottgeweihten Personen und der Laiengemeinschaften unter Berücksichtigung der historischen und sozialen Gegebenheiten und der pastoralen Erwägungen beschlossen hat, ab dem 1. September 2023 eine Kalenderreform durchzuführen. Ende Zitat. Wie die Synode schrieb, ist gerade jetzt der richtige historische Moment für unsere liturgische Umkehr. Das ist der erste Teil der Umkehr zurück zu Rom für die orthodoxe Kirche, ne? Für die Aktualisierung unserer Verkündigung und die Erneuerung unseres Lebens aus dem Glauben an das Evangelium Christi durch die Dimension des Dienstes an Gott in unserem kirchlichen Sein. Ich glaube, du bist dir gar nicht bewusst, was für ein wichtiger Fang dieser Artikel ist, ne? Marius. Naja, das wird immer deutlicher, wenn du dann weiter kommentierst und so vorliest. Ja. Gut, also wie gesagt, ich habe gesagt, was ich sagen wollte und überlasse jetzt gerne noch ein paar Schlussworte an meine beiden christlichen Brüder. Gerald, erstes, um alles zu einem ordentlichen Abschluss seiner Arbeit hier zu bringen, und dann Marius, der immer wunderbar kommentiert und wahrscheinlich mit einem Bibelzitat enden wird. Von meiner Seite aus kommt jetzt mal Schweigen. Lest eure Bibel. Shalom, Maranatha. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ich finde es wieder mal schön, wie sich das ineinander fügt. Marius, dein Kommentar passt ja wirklich sprichwörtlich wie die Faust aufs Auge. Ne, wenn man jetzt dieses ganze Vorgespräch sieht, ich habe jetzt immer noch diese Gliederung dieser tridentinischen Messe offen. Und ja, wenn das wieder dorthin geht, wo wir schon mal früher waren, dann bedeutet das natürlich, dass sich der Klerus endgültig vom Volk verabschiedet und entsprechend das Volk überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, den Glauben ja in dem eigenen Sinne auszuleben und schon gar nicht in dem christlichen Sinne und schon erst recht nicht in dem biblischen Sinne. Also insofern geht alles wieder zurück. Was heißt zurück? Es heißt ja immer, es geht voran. Ne? Man spricht ja immer von neuer Weltordnung, aber die Lesung jetzt verfolgen, wissen ja, dass es eigentlich ein Zurück ist, ja, zurück in die gute alte Zeit des Mittelalters, wo eben alles dunkel war, ne? Das berühmte dunkle Mittelalter, nicht deswegen dunkel, weil dort niemals die Sonne geschienen hat, sondern weil die Menschen einfach unfrei waren. Die waren nicht frei im Geist, sie hatten kein Wort Gottes, keine Bibel. Sie konnten auch nicht verstehen, was in den Kirchen gemacht wurde. Sie waren sozusagen ja, nur Sklaven oder Fußvolk oder wie man das nennen möchte und letztendlich nur dazu da, die Herrschaft dieser Kirche, die mit dem Staat direkt verbunden war, zu sichern. Und genau dort bewegen wir uns mit langsamen Schritten hin. Hier in der Lesung habt ihr kennengelernt, dass das also auf dem religiösen Gebiet ja, passiert mit kleinen, leisen Schritten. Ja, ihr merkt es auf anderen Gebieten, ihr merkt es bei der sogenannten Klimaagenda, was da passiert. Ihr merkt es bei anderen Themen wie dieser ganze Mainstream und dieser Genderwahn, der da auch uns das Leben immer schwerer machen wird. Ihr merkt es jetzt, wie gesagt, auch bei dieser ganzen Klimageschichte, wo ja dieser Antichristpapst Franziskus ja gesagt hat, dass er jetzt noch diese Enzyklika Laudatio Si noch mal überarbeiten will und wahrscheinlich noch mal mehr dort den Hebel ansetzen will. Und so wird eben ja, die Schlinge um die ahnungslosen Menschen immer enger gezogen. Und das ist der Punkt. Und damit wir zumindest sagen können, ja, wir haben es gewusst, weil wir im rechten Glauben sind. Ja, deswegen ist diese Arbeit so unglaublich wichtig. Und ja, es ist eine Arbeit, die, und das hoffe ich, noch lange fortgesetzt werden kann. Ich hoffe wirklich, dass wir diese Möglichkeiten noch haben, weil das kann so schnell vorbei sein mit diesen Dingen. Ja, wir hatten gerade festgestellt, dass auch das Internet eben auch nicht mehr so ohne weiteres dann irgendwann zu benutzen sein wird. Es wird alles teurer, es wird immer mehr Bezahldienste geben. Man wird einfach an Informationen nicht mehr rankommen. Und insofern ja, sind wir halt auch ein bisschen angehalten, uns ein bisschen zu beeilen und Informationen zu sammeln. Und das tun wir halt und stellen euch das jetzt hier in einer abgespeckten Version zur Verfügung, was wunderbar toll ist. Und ja, es geht also nächstes Mal mit der 67 weiter. Wir werden noch nicht in den Statismus gehen, weil wir noch bei der Pro Oriente bleiben werden müssen, weil diese Stiftung einfach zu wichtig ist. Ja, wir werden in dieses Skript noch reingehen, was ich jetzt oder Jörg mal kurz angelesen hat mit diesen einleitenden Worten von dem Kirill. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Da sind auch ein paar schöne Bilder drin abgelichtet, die man wahrscheinlich sonst nicht mal im Internet, nicht mal in den tiefsten Ecken findet, wo ihr euch doch einen Eindruck machen könnt. Dann werden wir dort weiterarbeiten und es wird dann wiederum noch ein neues Buch geben, was ich verspreche es euch, absolut ein absoluter Glücksgriff ist. Ich sage das selten, aber es war wirklich ein absoluter Glücksgriff, weil was da drin steht, das haut wirklich den Fass und Boden aus. Und das zeigt einfach mal unverblümt, wo die Reise hingeht. Ja, und diese Literatur gibt es von der katholischen Seite. Ja, es gibt nicht nur liberale Katholiken, es gibt auch die anderen, die sagen, wir wollen keinen Liberalismus. Liberalismus ist Sünde, wie zum Beispiel unser Herr Maximilian Krah auch ein antiliberaler Politiker ist. Ja, und so gibt es tatsächlich Leute, die früher auch schon es gewagt haben, gegen den Mainstream, den katholischen Mainstream, ja, gegen den auch übrigens Adolf Hitler gekämpft hat. Ja, der hat ja auch in Anführungszeichen Katholiken verfolgt, aber eben nur die, die eben liberal waren, also eben nicht 100% hinter diesen Doktrinen und hinter diesen ganzen Moralthesen von Rom gestanden haben. Und so gibt es eben diese Literatur immer noch. Man muss sie bloß finden. Und was ich da gefunden habe, ich denke, nächste Lesung werden wir da, ja, ich denke, das werden wir schaffen. Ja, ich überlege gerade, ob der Jörg das vielleicht dann wieder bombt, wegbombt. Aber ich glaube, nein, jetzt Spaß beiseite, das ist ein kleiner Schatz. Ja, also ich denke, dass das so weitergeht und ihr werdet sehen, es bleibt spannend und es geht munter voran. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sabbat und bis bald. Maranatha. Ja, die Harmonisierung, die Gleichschaltung der Welt schreitet voran. Man hofft ja immer, weil es dann in der Geschichte auch schon teilweise so war, denke ich mir, oder es war so, dass es gute Zeiten und schlechte Zeiten gegeben hat. In der Bibel steht auch, dass die Wehen, also dass diese Ungemach wie die Wehen einer Frau kommen und die kommen ja immer so plötzlich und unerwartet und mal ist es besser, mal schlechter, aber so wie die Weltzeit fortgesetzt fortgeschritten ist und wir gleichzeitig auch sehen, auf wie vielen Gebieten alles da vorbereitet wird, da wird es wahrscheinlich uns nicht viel gute Zeit noch vergönnt sein, im Sinne der des entspannten Lebens auf dieser Erde, sondern dass die Geschehnisse werden sich verdichten und so weiter. Auch das Internet, gespannt, wie lange es so bleibt, wie wir das kennen. Google Chrome hat da was schon in petto. Es möchte da etwas als Standard vielleicht sogar dann irgendwann mal durchführen. Zumindest regen sich noch die anderen Schmieden dagegen, weil die wollen da irgendwelche Erweiterung so einführen, dass dann zum Beispiel auch möglich ist, dass man sich für irgendwelche Webseiten nur erstmal mit einem Fingerprinter oder einem Fingerscanner anmelden muss, um die überhaupt besuchen zu können. Also da wird noch im Internet die Zeit spannend, wie lange wir uns dann noch auf alternativen Seiten oder überhaupt im Internet frei ausbreiten müssen, bleibt abzuwarten. Es bleibt spannend. Und letztens habt ihr da schon, glaube ich, gesagt, dass ich immer so passenden oder guten Schlusswort finde, was auch die Bibelzitate angeht. Na, man kann ja nicht immer die mit der Faust auf Auge beziehungsweise immer ins Schwarze treffen, sonst würde man da irgendwie überheblich werden. Das, was ich jetzt vorbereitet habe, das passt vielleicht nicht zu dieser Sendung, es passt aber allgemein überhaupt auf die Kriege und so weiter, denn wie oft suchen die Menschen Hilfe bei den Falschen. Die Machthaber verlassen sich auf große Militärstärke und ihr eigenes Geschick und wie oft schaffen sie damit dann vor allem Unheil und Leid. So schauen wir wieder das Heilige Buch, die Heilige Schrift an, und zwar die Anfänge von Jesaja 30 und Jesaja 31. Wehe den widerspenstigen Kinder, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist, und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat. Um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Aber der Schutz des Pharao wird euch zu Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens zu Schmach, denn ihre Fürsten sind in Zorn gewesen und ihre Boten bis nach Hannes gekommen. Aber sie müssen doch alle zu Schanden werden wegen eines Volkes, das ihnen nichts nützt, das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt, sondern Schande und Spott. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie so stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen, aber auch er ist weise und führt Unheil herbei, und er nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen den Haus der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so wird der Helfer straucheln, und der, dem geholfen werden sollte, wird fallen, sodass sie alle miteinander umkommen. Maranatha.